Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und wenn meine Vermutungen richtig anstehen, sind wir heute auch schon bei der letzten Folge. Wir starten aber nochmal rein mit Igloo Irrsinn. Ganz genau. Wir sollten tatsächlich ganz kurz vor dem Endboss stehen und ich bin tatsächlich mega gehypt auf den Endboss. Weil mit Glück werde ich den vielleicht sogar heute das erste Mal ohne Funky machen. Die Betonung liegt auf vielleicht, natürlich, wenn der Struggle zu hart ist, ja. Dann, habe ich auch, also, dann wechsle ich auch gerne. Aber das ist ja für euch hoffentlich nicht allzu schlimm. So. Es geht ganz schlimm los. Ich, der seit über einer Woche nicht gespielt hat, muss jetzt hier Donkey Kong ballern. Das, oh Gott, bitte. Uiuiui. Alles klar. Alles klar. Was passiert hier schon wieder? Bitte, bitte. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt einschätzen soll, dass ich noch kein Puzzleteil habe. Was? Ich war doch oben da. Ach komm, Schmutz. Ich war oben drauf, ganz eindeutig. Okay. Wundervoll. Warte, warte. Das respawnt doch, oder? Das ist so... Let's go! Ich wusste nicht, dass da ein Bonus ist. Ich wollte mich eigentlich extrem darüber aufregen, dass das nicht respawnt und man das halt first tryen muss, so, da hochzukommen und gleichzeitig weiterzukommen, ohne dass alles einstürzt. Aber ich habe nichts gesagt. Hier unten ist einfach ein Bonus. Zu strong. Zu strong. Let's go. Es ist perfekt. Es geht super los. Ja, wundervoll. Guckt sich das an. Hier auch direkt der Checkpoint. Was ich nicht so gut finde, ist, irgendwie habe ich das Gefühl, uns fehlt ein Begleiter. Alles klar. Das ist doch top. Finde ich, ist einfach klasse. Kann man auch mal zum Frühstück essen. Ist immer schön so. Einfach direkt weitergehen hier. Gar nicht irgendwo hochklettern, immer weiter. So, brauche ich nicht. Was passiert hier? Okay. Alles klar. Ich habe die Message verstanden. Oh mein Gott. Das ist nicht passiert. Ach, nee, komm. Gar nichts gibt's. Probieren wir nochmal für den Buchstaben natürlich. Das kannst du keinem erzählen. Nee, nee, Schmutz. Kompletter Schmutz hier, das Spiel. Jawollo! Ey, das hat viel zu lange gedauert. Oh mein Gott, das hat viel zu lange. Du hässlicher Moblin. Stirb einfach in der Hölle und komm nie wieder zurück. Oh. Springt ihr. Donkey Kong springt einfach nicht richtig. Was ist das denn? Nee, ich warte hier keine Sekunde. Irgendwas, was Leben auffüllt, wäre schön. Weißt du, nee, ich krieg wieder so einen blöden Bonusraum, den kein Mensch will. Machen wir den Bonusraum. Danke für nichts. Das ist ein ganz schlimmer Bonusraum. Ja, ist so. Wir machen nicht die 100%, wie ich schon gesagt habe. Nee, wir machen hier weiter. Komm, es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm! Mann, warum denn? Ey, es macht gar keinen Bock. Ich dachte, ja, komm, heute fängst du gut in die Aufnahme an, so. Machst du einen ganz entspannten Tag. Gut, Final Boss wird vielleicht schwer werden. Aber das wird jetzt auch nicht die Hölle. Nimmst dir so eine Stunde Zeit. Dann auch noch das Nachfolgeprojekt vielleicht schon direkt anfangen. Da habe ich nämlich tatsächlich mega Bock drauf, so. Und was passiert? Das hier. Es ist so lost. Gib Gas jetzt! Oh mein Gott, es ist so schlimm. Ich muss kurz das Mikrofon richtig hintüsten. Es ist so schlimm, es ist unfassbar. Es macht gar keinen Spaß. Sagt er und lacht. Ich soll nach da oben, oder was? Ja, kann ich nicht, hä?
Was passiert? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich warte einfach, ja. Ich will hier weg, bitte. Nee, jetzt. Das auf dem Emulator ist immer schön. Weil Emulator laggt ja auch nicht. Oder ist verzögert oder so. Weil PC und sowas. Deswegen macht es immer Spaß. Na gut, es ist besser als eine Capture Card. Danke für gar nichts. Vielleicht nicht springen. Ja, man darf nicht springen. Das ist natürlich ersichtlich. Mach doch jetzt Ziel, das wäre so schön. Alles explodiert. Ah, das ist so schön. Da ist das Ziel. Let's spring doch dran. Komm, komm. Coins, Coins. Schade. Bananen. Egal. Wir haben wenigstens etwas. Damit gebe ich mich zufrieden. Ich finde, ist okay. Kann man machen. Nächstes Level rein da. Es ist ganz schlimm. Es ist anstrengend. Aber Donkey Kong macht halt trotzdem Spaß. Das untere Level noch. Ja, ja, okay. Oh, jetzt, wenn das so ein hartes Level ist. Tropfstein. Tropfstein-Inferno. Kann mir gar nichts unter diesem Namen vorstellen. Deswegen schauen wir einfach mal gemeinsam. Es sieht aber schön aus. Holy, okay. Also vom Aussehen her. Schon so. Okay. Bitte. Oh ja, innovative Ideen. Let's go. Nee, ich muss mit dem Stick spielen. Danke für nichts. Ich habe mich durch diese wirklich wortwörtlich richtig dummen Newer Hacks daran gewöhnt, mit dem Steuerkreuz zu spielen. Und jetzt mache ich das halt überall so einfach. Ha-di-da-ha! Dixie, komm mal her. Ich brauche dich so sehr. Hier mit ihm da unten will ich gar nichts zu tun haben. Da fliegen wir direkt weiter. Bam. Ich habe Angst, schnell zu machen. Ja, deswegen vor allen Dingen. Nächster Buchstabe, wichtig. Mach ihn doch weg. Oh nein. Da, oh ja, ich sehe es. Da oben links seht ihr das? Da ist ein Gegner. Da hätten wir hinkommen können irgendwie. Oh, gegen ihn kann ich gar nicht kämpfen. Der ist überall geschützt. Das halt links ist das. Oh, aber nur ein Kreis. Okay, na dann. Bam. Zack. Ich kann mich an dieses Level erinnern. Und jeder... Oh nein. Und jeder, der mit mir damals in meinem Re-Let's Play-Stream war, kann sich auch noch hieran erinnern. Das ist das schlimmste Level im Spiel. Und das sage ich, weil ich die 200% in diesem Spiel noch nie gemacht habe und diese komischen Level mit diesen Früchten, die da so rumfliegen, nicht machen werde. Ja, das ist genau das. Och nein. Och nein. Guys, das wird heute eine schöne Folge. Ich dachte eigentlich so, ja, Endboss. Ganz entspannt heute. Scheinbar ja nicht. Oh. Oh, ein Herz wäre aber auch ganz cool. Ja, und jetzt kommt die Passage. Jetzt kommt die Passage. Bam. 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 Ihr denkt euch jetzt hier, hier so ein bisschen rumhüpfen, das kriegt doch jeder hin. Ja. Das ist auch nicht die Schwierigkeit. Ich hab alle Zeit der Welt. Das ist egal. Dieses O zu bekommen ist grausam. Okay. Wie soll das möglich sein? Ich check es nicht. Ich glaube, also meine Idee wäre, einsammeln, sterben, aber es bleibt eingesammelt. Das wissen wir. Ich versuch's mal so. Es ist halt unfassbar, dass nicht mal das machbar ist. Ich checke dieses O nicht. Guys, ich mache jetzt hier... Wir machen das ganz kurz. Guys. Also die Sache ist nicht, dass das O irgendwie schwer zu sammeln ist. Nur das Timing
von diesem komplett kaputten Fass ist halt so angenehm. Dass es halt auch einfach Spaß macht. Jetzt schaut einfach mal zu. Schaut einfach hin und dann macht eure Decision, ob das machbar ist oder halt nicht. Jetzt springen, richtig? Boah, wir haben es einfach. Let's go, ich habe nichts gesagt, ich liebe es. Perfekt, so. Einfach nur noch da ab ins Ziel, let's go. So. Es passiert wieder irgendwas, ich kann nichts beeinflussen. Und ein Ballon. Krass. Wir haben wieder 87 Leben. Ich glaube, wir sind mit 95 oder so reingestartet. Wir reden nicht drüber. War eine ganz traurige Leistung. War eine ganz, ganz traurige Leistung. Aber wenn ich mich richtig entsinne, dann kommen wir nun zum Endboss. Wie jeder gute Gamer habe ich mich natürlich vorbereitet. Guys, jetzt ein Like da lassen. Alle mitfühlen. Wir gehen da jetzt rein. Und das wird nicht schön, das Erlebnis. Aber es wird ein Erlebnis. Warum tue ich mir das an? Let's go. Also erstmal... doch, Dixie ist die... Ah, wobei... Wir nehmen Cranky. Ich hab gar keinen Bock hierauf. Ich hab gar keinen Bock hierauf. Let's go. Wir bleiben konzentriert. Ich hätte vielleicht üben sollen. Das wär eine krasse Idee gewesen. Vorher so zu üben. Also wir müssen jetzt gucken, dass er seinen Helm verliert oder uns auslacht. Und dann... Kollege, lach mal. Und dann können wir damit abwerfen. Und dann kommt er auf die Stage gelaufen. Ich hab doch... Hä? Das ist Scam. Man kann mit Cranky, by the way... Das möchte ich nur kurz anwerfen. Auf Stacheln laufen. Aber sein Helm, der stachelig ist... Ja, das geht halt nicht. Das ist halt so ein Scam. Das geht auch mit Funky, by the way, nicht. Das war auch schon damals der legit größte Kritikpunkt an diesem Kampf. Dass das halt einfach random ist. Aber in letzter Zeit habe ich was mit Random Games. Okay. Aber das wird ganz entspannt angegangen. Er verliert seinen Helm oder so. Oder, ne, er muss ihn kurz zurecht. Das war komplett daneben. Als ob das gezählt hat. Okay. Kommt er? Nein. Seht ihr das? Also, was ein Scam. Uiui. By the way, Lava ist natürlich instant tot. Oh mein Gott. Ich überlege, mit Cranky die Ulti zu zünden. Aber ich weiß nicht, wie smart das ist. So, Kollege. Ganz ruhig, Werner. Zack. Kriegst du in dein Gesicht. Bam. Okay. Achso, hab ich erwähnt, dass er immer schneller wird? Gut, Ulti zünden ist nicht mehr. Oh, ich hätte jetzt die Ulti zünden müssen, gell? Hä? Ich stand da nicht mal... Nee. Bro. Ja, er springt dahin, wo du stehst. Ja, tut er halt legit nicht. Hier, erstmal holen wir uns... Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich brauche. Wir holen mal 5 Stück davon. Und tun davon gleich 1 ins Inventar. Okay? Das heißt, wir haben 5 Treffer mehr im gesamten Kampf. Aber durch Lava sind wir halt trotzdem instant tot. Das ist nur zur Erinnerung. Okay? Das war Treffer Nummer 3.
By the way, vielleicht wichtig zu erwähnen, abgesehen davon, dass ich mich gerade 10-mal hab treffen lassen, diese Super-Ability mit L und R macht ihm keinen Damage. Und dieser Run würde safe nicht, das sehe ich jetzt schon. Okay, das ist seine zweite Phase. Er macht so komische, was sind das, Drachen von oben, die die Fläche hier eineisen. Ah, das soll es schwerer machen. Sieht aber bis jetzt, oh. Ganz entspannt aus. Nein, das ist nicht passiert. Ach komm, warum denn? Kollege, entspann dich, bitte. Mann, warum? Der ist so lost, der Junge. Jawollo. Okay, er kommt wieder. Ich muss auf den anderen Monitor gucken. Es tut mir leid. Okay, let's go. Wichtig. Alles klar. Was kann ich jetzt dafür? Also das ist so, das ist dieser Scam, dass er einfach ab einem gewissen Punkt unverwundbar ist, obwohl ich halt mit Cranky auf Stacheln laufen kann. Warum ist das so? Und kann man, also... Ich weiß, dass es eine Mod gibt, die das ändert, weil ich nicht der Einzige bin, der das halt wack findet. Aber ich find's halt wack, dann eine Mod zu installieren, um das Game einfacher zu machen, so. Donkey Kong an sich, es ist schwer, klar, aber es ist in 90% der Fälle halt fair. Das ist eine unfaire Stelle vom Spiel zum Beispiel. Einfach so fertig. Vor allen Dingen mit Funky. Wieso nicht mit Funky? Also gut, mit Cranky, weil normaler Modus so schwer. Okay. Aber warum mit Funky? Funky ist der Easy Mode. Selbst mit Funky hatte ich die größte... Das ist so ein dummer Scam. Ja, natürlich! Komm, letzter Versuch trifft auch nicht. Ja, hässliches Viech, komm jetzt her. Okay, ich guck wieder auf den Monitor. Jawollo. Ja, mach halt noch schneller, Kollege. Nein, das ist gar kein Problem. Verschwinde jetzt. So. Wir bleiben weiterhin konzentriert, natürlich. Die Angst, in Lava zu fallen, ist größer als die Angst, wirklich durch Hits zu sterben. So, immer hier müsst ihr immer oben gucken, wo diese Drachen runterkommen. Oder diese, ich weiß nicht, ob das Drachen sein sollen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß gar nicht, wie viel Treffer braucht der Kollege eigentlich noch? Okay, komm. Bitte, das ist nur, um mir Zeit zu rauben. Ja, der ging daneben. Der war auch schon vom Wurf schlecht. Bleib doch einfach stehen. Der war vom Wurf her gut, ja. Nein, warum? Ich bin doch auch so lost. Ach, Mann. Egal, 50 Minuten Aufnahme ist gar nichts. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, daneben. Daneben. Was? Echt? Dankeschön. Okay. Na wie denn? Jawollo. Welche Phase? Okay, Guys, letzte Phase. Es tut mir leid, dass ich so häufig pausiere, aber das ist halt so heavy. Oh mein Gott, was passiert? Alles klar. Alles klar, was passiert hier? Meistens da, wo es eingeeist wurde, hat man erstmal Ruhe. Jedes Feld wird nämlich, glaube ich, zweimal abgedeckt, ungefähr. Nicht immer, aber da wird dann halt geguckt. Aber meistens seid ihr da, wo schon mal war, seid ihr erstmal immer safe. Okay. Daneben. Nein!
Dummer Treffer, komplett. Wie kann er sich denn noch weiter nach links? Hä? Ja, ach komm. Das wird einfach mein Ende sein jetzt. Alles klar. Mach halt noch schneller, Kollege. Mach halt noch schneller. Also das ist... Nee, also was ist das denn? Hä? Ich hab ja... Nee, also... Es ist halt einfach schlecht. Du sollst rennen jetzt! Ey, wenn ich jetzt noch mal eine ganze Phase warten muss. Nee, also das ist dumm. Komm, renn doch mal. Ja, ja, klar. Als ob! Let's go! Nein! Oh mein Gott, es wird halt nicht klappen so, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß, dieser Run wird es nicht. Tut halt weh. Das tut halt weh. Weil das ist so ein Scam! Ey, es macht halt überhaupt keinen Bock, wenn er die ganze Zeit... Nee, wir warten noch mal eine Phase, die ich natürlich mit zwei Herzen auch überleben werde. Nee, es ist so lost. Es ist so dumm. Guys, es tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht reichen wird. Ich muss das aber mental noch in meinen Kopf reinbekommen, dass ich es nicht schaffen kann. Ah, ein Herz, let's go! Hätte der mich getroffen, tot. Lauf nochmal woanders hin. Let's go. Es sind noch zwei Hits. Ja. Und das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist das Ende unseres wunderbaren Kach. Nee, nee, es ist vorbei. Es, das kann, Mann, warum denn? Guys, ich weiß nicht, wie viele Treffer er noch braucht. Aber es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Geh weg von mir. Es sieht geil, es sieht wirklich phänomenal sieht es aus. Wenn ich, also wenn, entweder habe ich mich komplett verzählt oder nicht. Er braucht, wenn es gut läuft, glaube ich, noch zwei Treffer. Ich habe, by the way, auch zwei Tränke benutzt. Die aber schon in der ersten Phase einfach alle beide weg waren. Ich habe geduckt. Ach, komm! Mann! Er braucht noch einen Treffer. Der war doch! Die Runde wird wieder nicht. Warum denn? Es tut so weh. Nee, also wirklich, in der nächsten Runde packe ich mir da 5 Tränke rein. Von mir aus sind das dann halt 25 Zusatztreffer. Aber der Kampf ist literally unfair. Er ist einfach viel zu schnell! Hä? Und jetzt kommt wieder der Schmutz. Da werdet ihr teilweise auch getroffen, wenn ihr ein Feld neben dran steht. Ich stand hier und wurde von dem Linken getroffen. So. Der war jetzt fair, der Treffer, weil ich nicht schnell genug weg war. Aber manche Treffer kommen halt... Ist halt einfach... Nee. By the way, ich habe sogar geschafft, ihn zweimal mit so einem Ding hier zu treffen. Das ist... Ein Herz. Das ist schön. Bleib stehen, ey. Das ist so grauenhaft. Geh in dein Gesicht. Wo geht der hin? Nach da. Guys, wir bleiben hier voll zur Konzentration. Sprung. Sprung nochmal. Ja, Mann, let's go. Da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Nach 83 Minuten. Ich liebe mein Leben. Let's go.
Guys, ich bin komplett fertig, ich kann nicht mehr, ich habe keine Luft mehr, ich bin gestorben gerade. Kommen wir zum Fazit dieses doch tatsächlich sehr wunderbaren Videostück, Videospiel-Software. Es ist grauenhaft. Der Boss ist unfair, wir reden nicht über den Boss. Der Boss hat bisher immer mein Fazit runtergezogen. Mein Fazit bei dem Spiel ist halt einfach eine 9 von 10. Wir zählen die negativen Punkte auf. Der Endboss. Wir zählen die positiven Punkte auf. Dieses Spiel ist mega abwechslungsreich. Kein Level, kein einziges Level fühlt sich so an wie der Vorgänger. Also, oder halt wie das Level davor oder wie auch immer. Also, jedes Level ist so individuell, so in seiner Art und einfach in der, wie es sich auch anfühlt. So, die Level fühlen sich in sich so einfach geschlossen an. Level fühlt sich wirklich wie ein Bereich an, den hast du jetzt abgeschlossen und da kommst du auch nie wieder zurück. Es ist immer wieder, jedes Level ein neues Erlebnis. Und das hast du halt bei fast keinem Spiel. Schaut euch Mario an. Da sind einfach 90% der Level fühlen sich halt wirklich gleich an. Natürlich sind die Level unterschiedlich, ja, aber sie fühlen sich halt auch wirklich gleich an. Und das habe ich in Donkey Kong nie, da gibt es immer eine neue Mechanik oder sonst was. Ja gut, in Mario hast du Yoshi, aber es ist halt immer dieses... Bei Mario hast du dieses Grundprinzip von links nach rechts zum Ziel laufen. Und bei Donkey Kong hast du halt noch viel mehr, was sich drumherum aufbaut. So, das ist meine Meinung. Die Loren-Level sind einfach mega krass, mega cool. Ich fühle die des Todes. Genauso wie die Raketen-Level. Die sind auch immer wieder wirklich ein fantastisches Erlebnis. Die bocken jedes Mal natürlich. Die Welten. Welt 1 ist skandalös schön. Wenn man da so ankommt, so Strandfeeling hat, es ist einfach wunderschön. Welt 2 in den Alpen fühlt sich schön an, weil das ist so, ich mag dieses in den Alpen, dieses Berg, es war eher so was im Hoch, es war so herbstlich, es war bunt, es war schön. Was war Welt 3? Also vielleicht verwechsel ich die Welten jetzt auch, ich glaube Welt 3 war diese afrikanisch angehauchte Welt, diese Savannenwelt einfach, die war, also sowieso, der Soundtrack in dieser gesamten Welt ist einfach geisteskrank. Der Soundtrack ist super. Die Story, die hier erzählt wird, du kommst an, es ist wunderschön, dann brechen Waldbrände aus, es gibt einen Sturm. Das ist eine echt, echt krasse Welt. Dann die nächste Welt war die Strandwelt. Die war natürlich auch cool durch das Sandtheme, aber also meiner Meinung nach nicht die stärkste Welt. Ich bin nicht so Fan von dem Unterwasser, wie ihr wisst. Deswegen skippen wir direkt zur nächsten Welt, der Dschungel. Der Dschungel war geistesgestört krass. Ich liebe die Farben. Ich liebe dieses Raketenlevel, wo wir gegen den Roboter kämpfen. Ich hasse die Bienen. Es ist ein Erlebnis. Der Boss der fünften Welt ist krass mit dieses Theme, was erzählt wird. Am Anfang werden Früchte gesammelt. Dann wird aus diesen Früchten Saft gemacht im nächsten Level. Im Level darauf wird der Saft dann zu Gelee verarbeitet. Das nächste Level verarbeitet das Gelee zu Eis. Und aus dem Eis wird dann letztendlich Eis am Stiel. Und für den Boss, der dann halt ein Eisbär ist, der sein Eis haben möchte. Ich finde, das ist einfach so cool. Ist die beste Welt. Die letzte Welt natürlich überzeugt mit ihrem Soundtrack einfach. Legit, der Soundtrack, den ich auch fürs Auto mittlerweile benutze, ist halt einfach zu krass. Ich feiere den. Und ich finde es cool, dass du halt jedes Level einfach nochmal so ein Best-of Donkey Kong Country Returns von der Wii hast. Das erste Level ist ein Best-of der ersten Welt von Donkey Kong Country Returns. Das zweite Level ist ein Best-of davon. Das dritte Level ist ein Best-of der dritten Welt und so weiter. Das finde ich halt einfach mega, mega cool. Und es ist krass, auch dann am Schluss dieses Lava-Eis-Theme. Es ist einfach wirklich wunderschön. Und dann kommt halt der Endboss, der halt einfach viel zu schwer ist. So reden wir nicht drüber. Wir haben ein mysteriöses Artefakt gefunden. Kombiniere 7 Stück und das wird viel, viel krasser noch alles. Ja, nein, danke. Ich glaube, wir bekommen für jedes Level 1, dann bekommen wir für jede KNG und für jedes Puzzleteil 1 und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man noch Zeit-Challenges macht, im 200er-Modus etc., das machen wir safe nicht. Gut, und all in all ist das Spiel einfach eine 9 von 10. Es ist abwechslungsreich, es ist wunderschön, auch wenn natürlich der Endboss mich jedes Mal mental fertig macht. Jedes Mal, wirklich komplett jedes Mal. Und das war jetzt auch mega knapp, dass wir den geschafft haben. Guys, aber noch nicht abschalten. Wir werden auf jeden Fall noch einen Part machen, wo wir alle Rambi-Level ohne Rambi spielen.
Das wird ein kurzes Video werden, wahrscheinlich 10 Minuten oder so. Da schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also auf jeden Fall noch abonnieren und natürlich ein Like da lassen. Das würde mich mega freuen nach den Strapazen heute. Es war wunderschön. Genau. Vielleicht gucken wir uns auch noch die K-Level an. Ich denke aber eher nicht. Gut, und das wäre es an der Stelle auch von mir. Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Abo, Like und so. Dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.